Hi, hier ist wieder der Patty und heute geht es um das Thema Stimmung. Nicht um eure, sondern um die eure Gitarre. Damit sich so ein G nicht so anhört, sondern damit es sich richtig anhört, werde ich euch jetzt zeigen, was es für Arten und Wege gibt, so eine Gitarre zu stimmen und was es da für kleine Gadgets und Helferlein gibt. Ja, dann viel Spaß! Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Patty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverblümt. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse patty@guitar-camp.de. Bis gleich! Okay, zunächst einmal müssen wir klären, worauf welche Seite gestimmt ist. Ihr wisst, ihr habt im Regelfall 6 Seiten und das sind einmal 3 Bassseiten und 3 Diskantseiten. Ja, die dick umsponnenen Seiten, das sind die Bassseiten und die, wo ihr einfach so ein Stück Draht habt, das sind die Diskantseiten. Okay, also die Gitarre ist von oben nach unten auf E, A, D, G, B und E gestimmt. Ja? Tiefe E ist dann halt die oberste Seite und das hohe E ist die unterste Seite, ja? Die letzte Diskantseite. So, jetzt gibt es natürlich ganz viele Arten von Stimmgeräten. Wir können die Gitarre über ein Stimmgerät stimmen, da zeige ich euch gleich welche. Dann über einen Referenzton und über eine Stimmgabel. Fangen wir mit dem Stimmgerät an. Das kann entweder so ein kleiner Kasten sein. Müsste jetzt irgendwo so hier zu sehen sein. Da ist dann so eine Nadel, die zeigt euch an, wann ihr genau auf dem Ton seid. Dann gibt es solche Bodentreter. Ich sag mal, wenn ihr jetzt so ein Stressbrett habt, so ein Pedalboard und habt da eure Effekte drauf, dann habt ihr da auch oft oder seht ihr oft bei anderen Gitarristen, dass da so Stimmgeräte drauf sind. Ne? Das ist einfach praktisch. Die sehen dann so aus. Und dann gibt es zum Beispiel noch Handy-Apps. Ich habe jetzt keine, aber da gibt es genug Sachen, die auch nichts kosten. So, und dann gibt es diese kleinen Helferlein hier. Ich mach's mal an. Das sieht so aus. Das ist für ein Headstock. Ne? Headstock, ihr wisst, ist dieses Teil hier. Und das wird dann so draufgeklippt. Das heißt Clip-Tuner. Ne? So, das habt ihr jetzt an. Und ihr habt ja gerade schon gehört, ein G sollte sich niemals so anhören. Ja, das ist schon ein bisschen grenzwertig. So, auf jeden Fall, jetzt habt ihr den Clip-Tuner da oben dran. Oder halt jedes andere Stimmgerät, ne? Wenn ihr dieses mit der Nadel habt, was ich da gerade eingeblendet habe, dann schließt ihr das halt an die Gitarre an oder ich glaube, es geht sogar über ein internes Mikrofon. Da müsst ihr einfach mal nach googeln, da gibt es unendlich viele Sachen. Auf jeden Fall, ich finde diese Dinger hier sehr praktisch, gerade zu Hause mal eben so dran klippen und zack, zack, zack. Okay, wir fangen an mit der tiefen E-Seite. Okay, wir gehen die ganzen Töne durch, bis wir auf dem E sind. Und ich sag mal, diese Zwischentöne, so wie Dis und Fis und hast du nicht gesehen, da kommt dann immer noch so ein kleiner Punkt bei oder so. Auf jeden Fall wird euch angezeigt, dass es kein reines E ist, sondern ein vermindertes oder ein übermäßiger Ton. Das wird euch da angezeigt. Also, wir gehen aufs E und sehen zu, bei diesen Nadelgeräten halt, dass die Nadel direkt in der Mitte ist. Und bei dem hier, dass es komplett grün ist. Ihr müsstet das eigentlich sehen. Ich zeige es euch. Ich komme einfach mal näher. Jetzt habe ich natürlich keinen Gurt. Jetzt müsstet ihr sehen, dass das ein E ist. So, und es richtet sich natürlich auch so ein bisschen an eure Anschlagsstärke. Ihr solltet so einen guten Mittelweg finden, um anzuschlagen. Kurz nebenbei, Gitarren werden standardmäßig eigentlich auf 440 Hertz gestimmt. Also der Referenzton A, sag ich mal, bei einer Stimmgabel, da komme ich gleich zu, der ist auf 440 Hertz. Wenn ihr in einem deutschen Symphonieorchester spielt, dann wird euch der Dirigent wahrscheinlich ohrfeigen, wenn ihr auf 440 Hertz spielt. Denn die sind
Ich meine auf 443 Hertz gestimmt. Und in Österreich ist es noch ein bisschen anders. Ich meine, da wäre jetzt 442. Den Unterschied hört man, also den hört man wirklich. Das könnt ihr an euren Stimmgeräten aber auch einstellen, ne? Wie viel Hertz ihr stimmen wollt. Aber die meisten sind standardmäßig auf 440 eingestellt. Könnt ihr also eigentlich im Prinzip nicht viel falsch machen. So, ja, wir haben jetzt das E. Das leuchtet bei mir jetzt zum Glück jetzt grün. Jetzt. Dann kommt das A. Wir gehen jetzt durch, bis wir beim, wir gehen die Töne jetzt durch, bis wir beim A sind. Das ist das Cis, das ist das Dis, das ist das F, G und nach dem G kommt ein Gis. Und dann kommt nach dem Gis auch schon das A. Und siehe da, es ist grün. So, das gleiche machen wir mit der D-Seite. Seite. Okay, das B hatte ich gar nicht verstimmt. Das ist super, das ist jetzt schon das B. Und die hohe E-Seite. Ihr wisst jetzt, oder das sage ich euch jetzt, die tiefe E-Seite ist zur hohen E-Seite eine Oktave. Ja, das, beziehungsweise die zweite Oktave. Ja? Wie ihr die Oktaven hinterher findet, das erkläre ich euch wann anders. Egal, ist jetzt auch erstmal egal, es geht erstmal um die Stimmung. Ne? Also, ihr wisst, E. Achso, noch was. Wenn ihr jetzt alle Seiten durchgestimmt habt, ne? ihr hattet vorher gar keine Stimmung drauf, sag ich mal, und dann fangt ihr an zu stimmen. Dann habt ihr von oben nach unten jetzt durchgestimmt, ihr wisst, alles ist easy, alles ist in der Mitte. Falsch. Wenn ihr jetzt einmal durch seid, müsst ihr nochmal von oben nach unten durchgehen. Denn wie ihr seht bei mir, ich hoffe ihr seht, ich gehe jetzt mal weiter zur Kamera, er kennt den Ton schon was gar nicht mehr. Es ist immer noch das E, aber es ist überhaupt nicht dran zu denken, dass er in der Mitte ist. Das liegt an der Spannung der Saiten zum Hals. Ne? Ich sag mal, wenn ihr, ihr bringt ja Spannung auf den Hals, indem ihr die Saiten stärker durch die Mechanik oben anzieht und übertrieben gesehen, hier gehen jetzt die Saiten durch, zieht ihr den Hals ja krumm. Also ist jetzt übertrieben, ne? Aber das Prinzip ist klar. Und dadurch wird natürlich die Saite auch wieder verstimmt. Die oberste, die ihr dann schon eigentlich vorher gestimmt habt. Also geht ihr das Ganze nochmal durch, aber ihr seid natürlich jetzt schon in der Nähe. Ihr müsst jetzt keine 300 Mal drehen, dass ihr auf den Ton kommt. Und ihr seht, je weiter ihr runter geht, desto weiter bleibt die Stimmung erhalten. So, man kann auch über Flageolettöne stimmen, aber das zeige ich euch ein andermal. Ne? Das kommt so ein bisschen dann mit der Gehörbildung. Das machen wir dann irgendwann mal. So, also, wie gesagt, wir können das einmal über so ein kleines Ding hier stimmen. Dann Referenzton. Referenzton heißt, wenn ihr jetzt mit einem anderen Gitarristen zusammen spielen wollt, also sagen wir, ihr wollt Akustikgitarre spielen und ihr habt kein Stimmgerät dabei, auch keine App, was ja heutzutage eigentlich schon fast an eine Farce grenzt, aber sagen wir, ihr habt nichts dabei, ihr habt nur eure Schwimmshorts und eine Akustikgitarre dabei. Und dann wollt ihr zu zweit spielen. Dann klingt das schon mal scheiße, muss man ganz einfach so sagen, weil, ich sag mal, die eine Gitarre ist ein bisschen, wenn wir die Seite mal durchstimmen, bei der einen Gitarre ist alles ein bisschen über dem Punkt, bei dem anderen alles ein bisschen unter dem Punkt. Und schon klingt das aber sowas von dissonant, ne? Das passt dann alles nicht. Das heißt, ihr sucht euch eine von beiden Gitarren aus, die muss schon halbwegs gestimmt sein, und spielt dann einen Ton an. Ne? Ihr macht erst das E und ihr stimmt dann die zweite Gitarre auf die erste. Ne? Also euer Kollege spielt einen Ton an, dann spielt ihr einen Ton an und stimmt so lange, bis die Töne genau gleich sind. So habt ihr dann, auch wenn die nicht ganz super reingestimmt sind, alle beide, sind sie dennoch gleich. Ne? Und das ist schon mal wichtig. Also anders werdet ihr dann keinen Spaß haben. Andersrum, wenn ihr zu Hause sitzt, nutzt ihr einfach das gleiche Stimmgerät.
das. Dann seid ihr auch sicher, dass das passt. Okay, Stimmgabel. Das ist eine Stimmgabel. Ich komme mal näher. Für die, die es nicht mehr kennen, ne, so sieht sowas aus. Ja, das ist eine Stimmgabel. Okay, also, was machen wir mit einer Stimmgabel? Die Stimmgabel hier ist jetzt zum Beispiel auf A. Ne, die hat den Stammton A. Und auf 440 Hertz. Warum weiß ich das? Weil es draufsteht. Ja, das ist so eingestatzt. Eine Stimmgabel, Stimmen funktioniert so. Ihr haut auf einen festen Gegenstand, das sollte jetzt nicht euer Gitarrenhals sein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier nichts, was... Oder? Warte mal, eben testen. Doch, ich habe hier einen Gitarrenständer. So, jetzt hauen wir auf... Ich weiß nicht, ob man es über das Mikro hier hört, aber wir hauen auf den Ton. Auf den Ständer. Und dann schwingt das gute Ding, ne? Und das gibt ja einen Ton von sich. Wenn ihr das jetzt da drauf haut... Das ist jetzt der Referenzton A. Ja? Dann wisst ihr, das A, was ihr sucht, ist hier unten im fünften Bund auf der kleinen E-Seite, also auf der hohen E-Seite. So, dann muss ich dieser Ton und dieser Ton, die müssen sich gleich anhören. Das ist eigentlich, das hat man früher so gemacht, aber das ist überholt, ne? Ich sag mal, gerade durch die Smartphones, die da alle ihre, weiß ich nicht. Aber das mal gehört zu haben und das einfach mal zu testen, ist vielleicht ganz cool. Also besorgt euch eine Stimmgabel und wenn ihr das dann irgendwann mal drauf habt, ist das sogar ganz cool. Also ihr macht das dann so, ihr stimmt den einen Ton auf die Stimmgabel und stimmt dann die nächsten Saiten alle auf den Ton. Ne? Das heißt... Ihr habt jetzt hier zum Beispiel, ihr wisst, ihr habt hier das A ist jetzt richtig gestimmt. Das heißt, wenn ihr die Seite leer anspielt und eure Oktavreinheit gegeben ist, aber das ist eigentlich der Fall, zumindest auf diesem kleinen Abstand, dann ist das hohe E. Ne? Also A, da wenn das stimmt, ist das auf jeden Fall auch ein E. Und wenn ihr das wisst, dann stimmt ihr halt die Gitarre nach diesem Referenzton E. Ne? Dann sucht euch überall das E und dann stimmt ihr die ganzen Seiten nach oben hindurch. Also das fördert ein bisschen die Gehörbildung. Ich würde euch auch empfehlen, das am Anfang mal zu testen und zu üben. Wenn ihr es nicht könnt, seht nur zu, dass ihr ein Smartphone mit einer App dabei habt, die das kann. Ne? Also mehr müsst ihr eigentlich auch gar nicht wissen. Das Einzige, was ihr noch wissen müsst, ist, dass wenn ihr mehr als 6 Saiten habt, also ihr wollt eine 7-Seiter spielen, dann werden die Töne, jetzt hier ist es zum Beispiel das B über dem E, ne, ihr wisst, das hier ist die B-Seite und das hier unten, also das habe ich hier glaube ich leise gehabt, das hier ist das B und das hier ist das E. Das heißt, ihr habt die E-Seite jetzt hier oben auch und dann käme darüber, weil die Saiten werden, die mehr werden, werden nämlich als Bassseiten mehr und wird das oben aufs B gestimmt. Ja, und dann so weiter. Bei 8 Seiten ist dann das G darüber und so weiter. Die Frage ist, braucht man eine 7 Seiten? Tja, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin ein 6 Seiten Fan, aber ich bin auch kein Metal from Hell Typ. Ne? Ich bin eher oldschool. Okay, ach so. Hahaha, was hatte ich ja fast vergessen. Ihr seht jetzt hier E, A, D, G, B und E. Das werde ich im Harmonielehre-Workshop noch einmal erzählen, aber in ausführlich. Denn in Deutschland nennt man das B, H. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon mal so gehört haben. Und das ist auch gut so, dass ihr das schon mal gehört habt. Aber die gängige internationale Bezeichnung ist B. Ne? Wenn ihr jetzt Klavierspielen gelernt habt früher und wollt jetzt über meinen Blog hier Gitarre spielen lernen, dann werdet ihr von eurem Lehrer wahrscheinlich H gelernt haben. So, das hieße, ihr habt erstmal am Anfang die Noten A, B vermindert oder Eis. Das wäre bei der Gitarre, Entschuldigung, jetzt habe ich mir selber verdasselt. Ihr habt A, B, H, C und so weiter. Ne, das müsste euer Klavierlehrer euch damals dann so erzählt haben. Normalerweise international gängig ist es aber so, ihr habt das A,
dann das Eis oder das verminderte B, dann das B und das C. Ne? Wenn ihr jetzt aber einem Pianisten sagt, spiel mal ein B, dann spielt der das B, das, der den Ton zwischen A und H für ihn. Ne? Also da muss man schon einen Weg finden. Ihr sagt ihm einfach, wir spielen international. Oder er sagt euch, hör mal, H. Wenn ihr wisst H, dann wisst ihr, okay, ihr müsst auf der B-Seite den Ton spielen. Ne? Also nur, dass ihr davon schon mal was gehört habt, da gehe ich im Workshop von einer Harmonielehrerin ein bisschen näher drauf ein. Ja, im nächsten Video geht es dann darum, wie ihr das Plektrum, Plektron, Pick, Plek oder wie auch immer ihr es gerne nennen möchtet, haltet. Und schon mal so eine kleine Anschlagsübung, die ihr dann auf der Couch oder wo auch immer mal üben könnt. Und dann geht es weiter mit der Handhaltung und so weiter und so weiter. Wir sehen uns dann. Viel Spaß und immer schön in Stimmung bleiben.